Moinsen und willkommen zum 183. Teil von FIFA Let's Play FIFA 13. Ich hoffe, das ist der 183. ist. Wenn nein, dann habe ich mich verzählt. Das wäre natürlich ein bisschen ärgerlich. Andersrum auch wiederum nicht, weil das ist erstmal das erste Spiel. Erstes Spiel, Wunschspiel. Wir machen jetzt nach und nach die ganzen Wunschspiele. Wir machen aber Classic Mode. Das könnt ihr ja auch noch extra überlegen, wie wir das machen, ob wir Classic Mode oder das andere. Gegen die deutschen Teams werden wir grundsätzlich immer das alles machen. Also, heute geht das erste Spiel los. Das Spiel, was auch gewünscht worden ist, das einzige, was gewünscht worden ist zu dem Teil, nämlich zwischen dem FC Bayern München und dem ZSKA Moskau. Ne? Also ihr könnt gerne noch ein paar Wünsche äußern auf dieser Seite, auf dem, wo ich gesagt habe, hier macht mal. Wenn nicht, ne? Also es ist, ja, heute ist Sonntag. Also zumindest, wo ich das hochlade. Hier ist jetzt Mittwoch, ne? Ja, aber Mittwoch, ja. Mittwoch, kurz nach dem Champions League-Sieg für die Bayern gegen Juventus Turin. ZSKA Moskau spielt ja international so gar nichts mehr. Dementsprechend, die Bayern mit der Aufstellung von, ja, das machen wir mal, mit der Aufstellung, die sie gegen Juventus Turin aufgeführt haben, mit Mandzukic vorne, groß im Mittelfeld, offensives Mittelfeld, im Tor, meinen Torhüter, Lieblingstorhüter, den ich doch so gerne auslache, Manuel Neuer, und hier haben wir bei ZSKA Moskau vorne im Sturm Mossa und Wagnerle. Ich wusste, dass der eigentlich gar nicht mehr bei Flamengo spielt. Der ist im Winter nämlich gewechselt zu ZSKA Moskau, obwohl im Winter, nee, im Sommer, im Winter? Nee, wir haben Winter gehabt, ne? Hm. Im Winter ist er gewechselt zu ZSKA Moskau. Ich glaube, ein bisschen früher als Winter. Da hieß es dann noch, ne, Russland, da hat er doch schon mal gespielt. Warum spielt er nicht mehr in Brasilien? Ja, das hat mich schon gewundert, als wir das mit Kiradé gemerkt haben. Im Tor der russische Nationaltorhüter Akinev. Wir spielen auf jeden Fall mit den Taktiken, die auch dort vorhanden sind. So, wir spielen auf schwer Einzelspiel, 2 Minuten. Wir spielen das Gästeteam. Los geht's. Daher fällt dann die Allianz Arena aus. Das heißt, die restlichen Stadien sind noch alle offen. Ne? Wir können auch den Klassiker machen hier mit dem HSV, dass wir versuchen, mit den Bayern dasselbe hinzukriegen, was sie in echt hingekriegt haben. Mit dem 9:2 wollte ich in den Bundesliga-Tipps nicht großartig irgendwie hochjubeln. Aber andersrum, das Ding hätte auch deutlicher ausgehen können. Los geht's mit dem Spiel, mit dem ersten von 30 Spielen, nämlich zwischen dem FC Bayern München und ZSKA Moskau. Willkommen aus der Allianz Arena in München. Die Mannschaften kennen sich vielleicht aus der Champions League Gruppenphase, aber das war's dann auch. Nun geht es eigentlich um ein Testspiel, das beide Teams sicherlich ernster nehmen, als es eigentlich ist. Denn schließlich geht es darum, wer kann denn überhaupt noch beweisen, was er kann? Neuer hält die erste Situation. Also ZSKA hellwach. Und das war ein Fehler. Oh, sehr schön. Fehler Alaba, das hätte ganz dick ins Auge gehen können. Dante, nicht Alaba. Wären dumm. Vaner Le. War eben am Ball. Gustavo. Ribéry stoppt. Kauner. Werner Le. Groß geht an ihm vorbei. Mandzukic. Müller. Über die Flügel. Mandzukic. Große Möglichkeit für den FC Bayern München. Ecke. Ecke gut ausgeführt, schön lang, aber
Da steht leider noch jemand. Konter. Mossa. Tosic. Tosic. Jetzt vielleicht über die Flügel mit Müller. Zu Mandzukic. Mandzukic. Alaba läuft mit. Mandzukic. Und geblockt. Und das war zu weit. Das war zu weit. Dortmund muss möglichst schnell zurück. Was hat der denn nach vorne zu suchen? Mossa. Macht er ihn? Nein! Den wollte er zu hoch. Ja. Neuer. Völlig fassungslos, dass die Abwehr ihn überhaupt nicht wahrgenommen hat. Aber ein super Konter von den Moskauern. Nächste Chance der Bayern. Aber ein Keil erstickt worden ist. Wahrscheinlich hofft jetzt Moskau, dass es in die Halbzeit geht. Ja, 0:0 Halbzeitstand. Die Bayern haben auf jeden Fall das Pensum gezeigt, was sie hätten zeigen können. Andersrum hätten sie auch hier schon führen können. Die zweiten 45 Minuten. Dieses Spiel wurde schon von Anfang an gesagt. Wir versuchen das mal mit der vielleicht neu eingeführten Regel der Nichtverlängerung. Das heißt also, man überlegt sich, nach einem Unentschieden, nach 90 Minuten direkt in das Elfmeterschießen zu gehen. Was die nächsten Freundschaftsspiele wahrscheinlich, die wir hier übertragen werden, das auch zeigen. Vielleicht wird das eine oder andere Spiel im Elfmeterschießen entschieden. Gut weggefaustet. Tosic. Kauner. Und jetzt vielleicht die Antwort einen schnellen Konter, den man irgendwie ja nach vorne bringen könnte. Über Wagner Löw. Wembrom. Ah, Stopp von der Abwehr oder auch nicht. Völliger Blackout hinten in der Verteidigung. Was ist denn mit den Bayern auf einmal los? Konzentrationsmangel oder wie? Müller. Und es gibt Freistoß. Freistoß aus einer Situation, wo man auch gut und gerne ein Tor schießen kann. Schweinsteiger. Flankt in den 16er, aber Ball erstmal rausgeklärt. Jetzt vielleicht mit über Ribéry. Alaba, den müsste er jetzt gut reinflanken. Tut er auch. Ecke. Ecke kurz getreten. Gustavo. Und Gustavo verliert den Ball. Mossa. Und 1:0 für ZSKA Moskau. Mossa trifft. Nicht unbedingt der klassische Stürmer, aber er nimmt momentan halt die Position ein, weil Spieler wie Honda ausfallen. Also muss jemand anders da vorne stürmen. Und somit das 1:0 für die Gäste. 1:0, 82. Minute. Gut, dass wir es nicht spannend
Spieler bekommen haben. Mandzukic und gehalten. So, eine Minute Nachspielzeit. Die Bayern haben nicht mehr viel Zeit, um dieses Ding noch irgendwie für sich zu entscheiden. Es trägt bei Moskau jetzt eigentlich hier das Ding nur noch hin und her passen muss. Aber sie machen das 2:0. Nummer 99 trifft. Sehr selten, dass ein Spieler die 99 trifft. Ja, schon. Damit ist das Ding entschieden. ZSK Moskau besiegt den FC Bayern München. Aber die Frage lautet noch, wie hoch Mandzukic? Zu hoch. Ende 2:0 gewinnt ZSK Moskau, nicht 2:1. Bayern haben ihre Chancen nicht genutzt. Und so verliert man dann aber auch halt 2:0. Schiedsrichter pfeift eigentlich nicht ab. Das ist ziemlich komisch. Die Nachspielzeit ist schon längst abgelaufen. Vielleicht wollen die den Bayern doch noch eine Chance geben. Pfosten! Super Schuss von Kroos. Ja, vielleicht ein Tor der Galerie gewonnen. So, jetzt endet das Spiel wirklich. ZSK Moskau gewinnt 2:0 gegen den FC Bayern München und kann damit zumindest mit erhobenen Hauptes sagen, wir haben ein deutsches Team besiegt. Vielleicht nächstes Jahr sieht man sich in der Champions League. Beenden. So, das war das Spiel. So schnell geht's. Doppelfolgen werden wir vielleicht machen. Also es gab ja auch die Frage, ob wir mehr Doppelfolgen machen könnten. Vielleicht. Also, ich guck dann mal, wie das aussehen wird von dem Video gestern. Die Kommentare, werde dementsprechend drauf reagieren oder auch nicht. Ich hoffe doch. Obwohl, mal gucken. Wir sehen uns dann morgen wieder. Falls nicht, dann nicht. Bis dann und tschüss.